Sagen wir, die Map verzweifelt nicht, sie ist bloß etwas fordernder. Mit PH. Fordernder. Ne, fordernder. Fordernder, 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 ja. Okay. Bam! Yes, I can! Und ich weiß gar nicht, wieso man so viel Äpfel kriegt. Muss man eigentlich auf Easy oder so spielen? Ich habe jetzt auf Peaceful gespielt. Ich habe das jetzt schon komplett vergessen. Bam! Boom, baby! I got balls of steel! Tipp, gucke. Also, guck auf den Schalter. Da? Scheiße! Jetzt muss ich ja ganz von vorne anfangen, ey. Oder gab's da irgendwo anders einen Schalter? Schalter. Muss ich dann lang? Da. Alles klar. Oh nein, jetzt muss ich aber erst wieder hochkommen. Das wird ja gerade das Schwierige. Vor allem der Sprung ist schwierig. Wieso ist der so schwierig? So schwierig. Ach, woher kommt das Lied nochmal? Also es ist jetzt nicht die Original-Lyrics, aber so die Melodie. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich. Woher kommt das nochmal? War das irgendwie ein Lied? Früher in den 80ern oder was weiß ich? Keine Ahnung, ich bin ja kein Kind der 80er, dafür bin ich weit, weit zu jung. Bin ja gerade mal halb so alt. Zack, zack. Und ja, ich wiederhole mich mit dem Zack. Okay, go. Irgendwie finde ich das auch hier so ein bisschen komisch, wenn hier keine Melodie... Ah, was? Da ist so ein verfickter Block, ey. Ich hasse verfickte Blöcke, weil die immer so, ja, verfickt sind. Okay. Ach lol, da geht's noch höher. Und ich habe mir das die ganze Zeit so schwierig gemacht. Ah, ich bin auch ein Vollidiot. So, jetzt ist das natürlich auch viel einfacher. Das ist aber, glaube ich, noch sehr ausdauernd, weil der Weg hier so weit ist. Dieser Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird holzig und grün. Oh yeah. Da, geht doch. Es funktioniert. Das System funktioniert. So. Zack. Da kann ich hier einfach... Nein, Mann. Ich hoffe, nee, der hat schon mal gut funktioniert. Das freut mich schon mal. Man muss nämlich gar nicht springen, weil sonst knapp da oben gegen die Birke. Hier, da oben. Die Birke. Man muss einfach runterspringen. Sprinten meine ich natürlich, ja. Ja, weil springen und sprinten, das klingt so ähnlich. Deswegen kann man da sich mal leicht verwechseln. So. Go, Power Rangers. Ich bin jetzt ein Power Ranger und ich würde das schaffen. Oder ich bin ein Ninja Turtle, oder? I am Batman. Ich bin Batman. Batman. Ah, Batman. The Dark Knight ist ein cooler Film. Und jeder, der es noch nicht gesehen hat, sollte zumindest Keith Ledger sehen. Und wie er als, also er ist der Joker bei The Dark Knight. Und ihr müsst mal sehen, wie gut der schauspielern kann. Unglaublich. Das ist, ja, das 10. Weltwunder. Wobei das 9. natürlich, mein Let's Play Channel ist. Das 8. Keine Ahnung. Die Erfindung von Toilettenpapier. Genau. Und ich bete natürlich auch immer, Toilettenpapier an. Das ist meine Religion. Gott, ich erzähle schon wieder total viel Mist. Oh.
Man könnte erzählen, ich er ja, man könnte sagen, ich erzähle Holy Crap. Nicht lustig. Zack. Ich will das jetzt schaffen. Ich will das jetzt schaffen. Wisst ihr, der Druck steigt immer weiter so und dann fällt man irgendwann runter. Also langsam geht es ein bisschen so gegen den Strich. Das muss ich ja mal sagen. So langsam staut sich so ein bisschen die Wut und dann lässt sie sich einmal so plapp. Dann kommt die Wut raus, man zerstört irgendwas und dann ist man wieder glücklich. Boah, lässig, hier ohne einmal abzusetzen. Okay. Go, go! Okay, ich hab's geschafft. Da! Da! Okay, okay. Da! Nein. Boah, was ist denn das für verfickte Scheiße, ey? Wer hat sich denn sowas einfallen lassen? Gott, Moment, ich muss mal kurz 2 Sekunden hier auch noch unterbrechen. Ich bin wieder back in the house. Okay. So, zack. Jetzt voll Energie geladen hier. Boah, ich habe gerade 10 Energy Drinks gesoffen. Wobei, es gibt ja Leute, die machen das ja wirklich, ne? Die saufen ja den ganzen Tag. Also ich meine nicht alkoholische Getränke, die saufen den ganzen Tag Energy Drinks. Verstehe ich nicht. Und die trinken den ganzen Tag lang Cola oder... Ach, ich weiß nicht. Doch, Checkpoint. Fucking Checkpoint. Yeah. Und die saufen den ganzen Tag lang Cola oder... zuckerhaltige Getränke wie Apfelschorle oder was weiß ich. Na, zu leicht? Dann versuch das mal aus. Ach, ich habe jetzt den Checkpoint. Ich muss ja gar nicht jetzt hier links da hoch. Wuhu! Yeah, ich kann Checkpoints benutzen. Okay. Okay. Noch hasse ich die Map nicht. Die Map nicht komplett. Aber es beginnt. Boah. Hä? Lol. Geschafft, Easter Egg. Ich will das Easter Egg. Easter Egg. Ja. Ah, ist der sichere Weg zurück. Alles klar. Respektiere, dass du dich getraust hast. Ich kann lachen. Okay. Hier dein Ei. Easter Egg gleich Osterei. Was hast du denn erwartet? Ja. Habt ihr verstanden? Easter Egg. Und dann gibt er mir ein Ei. Und I heißt auf Englisch Egg. Falls du das Lime Day nicht gefunden... Nein. Es ist in der ersten Baumkrone versteckt. Lol. Hey, habe ich die Kiste nicht geöffnet und... Hä? Why you... Sie. Oh nein, jetzt muss ich nochmal hochspringen, oder? Oh, ich hoffe jetzt mal nicht, ne? Ich hoffe, der sichere Weg hat jetzt noch mehr aktiviert. Ach, das ist doch scheiße. Mann, das will ich nicht. Jetzt kacke ich wieder 10 Minuten, nur weil ich das übersehen habe. Na. Aber ich gebe nicht. Aber ich gebe nicht mehr die Schuld. Das ist, liegt an der scheiß Map. 100%ig. So. Ja. Ja. Hast du jetzt auch nicht zu sprinten? Das ist mal total nervig, wenn man nicht sprintet.
Weil man ja immer Doppel-W drücken muss. Ich bin der Notch und ich kann nicht auf Shift machen. Nee, das wäre ja auch zu einfach. Wo Shift? Nee, wo sprintet ihr eigentlich? Ich meine, ich sprinte zum Beispiel auf Shift, aber es gibt ja auch viele Leute, die haben auf Shift ducken. Wobei ich einer der wenigen bin, der der Ducken nicht auf Shift hat. Ich habe es nämlich auf F. Aber ich glaube, die Geschichte habe ich auch früher schon mal erzählt, oder? Oder? Egal, die Videos sind ja jetzt gelöscht und deswegen kann ich das ja nochmal erzählen. Weil es gibt keinen Beweis, dass ich das jemals erzählt habe. Ach übrigens, mich haben auch Leute angeschrieben, ob ich nicht alte Videos wieder hochladen könnte, weil sie, keine Ahnung, denken, das wäre für die Nachwelt noch geil oder wie auch immer. Oder das wäre ganz sehenswert und so. Blablabla. Ja. Was soll ich sagen? Das ist kein Witz jetzt. Ich habe meine ganzen Videos gelöscht und ich hatte sie natürlich noch alle auf meiner Festplatte gespeichert, ne? So wie das, glaube ich, jeder macht oder zumindest machen sollte. Und ja, ungefähr 10 Minuten danach habe ich ein Virus bekommen. Ich war angeblich auf terroristischen Foren, hätte kinderpornografische Inhalte und ich sollte sofort 100 Euro an dieses Bankkonto per PayPal bezahlen. Ja, genau. So, Moment, aber davon gleich weiter lesen wir noch. Horst. Horst? Naja. Hallo? Du musst uns helfen. Die Endermen halten uns hier schon seit Jahren gefangen. Du musst uns... Ums? Du musst ums. Du musst uns befreien. Ich kann dich von hier aus in die Zentrale der Endermänner führen. Aber davor musst du noch das Sicherheitssystem der Endermen knacken. Wir werden hier zusammen in dem Gefängnis gehalten. Deine Eltern sind auch hier. Los! Siehst du es? Dein altes Dorf. Früher wart ihr glücklich. Wird es je wieder so sein, wie es einmal war? Möchtest du sein? Ich sehe das Dorf nicht. Da hinten, da ganz leise auf 720p und Vollbild sieht man das wahrscheinlich. Aber dann auch nur gerade noch so und verschwommen. So, und wir fahren. Ich hätte mir vielleicht auch mal ein Texture-Pack reinknüppeln sollen. So, was steht da? Widerstandshauptquartier. Gegen die Endermänner. Waschräume. Okay. Spülung. Why you know... Da hätte man diesen Kessel benutzen müssen. Der mit diesem... dieses Alchemie-Ding. Das wäre richtig cool gewesen. Weil sie sieht nämlich richtig auch aus wie eine Spülung. Beziehungsweise wie eine Toilette. So. Duschen. Duschen. Obwohl, ich bin ja Gamer, ne? Ich darf ja gar nicht duschen. So, hier sind die Schlafplätze. Hier, Schwule Fee. Hier wird mal wieder getrollt. Und das müsst ihr jetzt unbedingt verstehen. Konferenzraum und Gefallene des Widerstandes.